Und der Antrag überwiesen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6 und damit dem letzten Tagesordnungspunkt für heute. Die Große Anfrage 7 der Piratenfraktion, Drucksache 3573. Nordrhein-Westfalens öffentlicher Raum, haben wir schon eine flächendeckende Videoüberwachung? Ich weise Sie hin auf die Antwort der Landesregierung, nachzulesen in Drucksache 4627, und eröffne die Aussprache. Für die Piratenfraktion hat dann zunächst der Kollege Herrmann das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, zumindest die, die noch da sind. Sie sitzen auf Ihren gepackten Koffern, ich weiß, Freitagnachmittag. Trotzdem würde ich mir wünschen, es wären auch ein paar mehr Parlamentarier hier, die diesem Thema etwas Aufmerksamkeit schenken. Nordrhein-Westfalens öffentlicher Raum, haben wir schon eine flächendeckende Videoüberwachung? Das haben wir in einer Großen Anfrage die Landesregierung gefragt. Die Antwort lautet frei übersetzt: Das wollen wir gar nicht wissen. Anstatt wie in Bayern bei einer ähnlichen Anfrage das Bestmögliche zu tun, um ein klares Bild der Lage zu erhalten, ganze 17.000 Kameras wurden in Bayern gezählt, hat die Landesregierung hier lieber viele Ausreden und juristische Spitzfindigkeiten gesucht, warum sie sich nicht bemühen muss, uns, den Bürgerinnen und Bürgern, eine Übersicht über das Ausmaß der Videoüberwachung zu geben. Meine Damen und Herren, 2.750 Kameras, die von Landesbehörden betrieben werden, hat die Landesregierung gezählt. 2.750. Wenn die Kameras in den Kommunen miterfasst worden wären, hätte man leicht eine Null dranhängen können. Denn 63 Kameras pro Kreis bzw. kreisfreier Stadt hätten dafür gezählt werden müssen. Ich bin mir sicher, dass wir diese Zahlen leicht erreicht hätten. Die Kameras an Rathäusern, Schulen, Sportstätten und so weiter sind im Bericht ja gar nicht aufgelistet. Wollen Sie, die Landesregierung, das nicht wahrhaben, oder warum sträuben Sie sich gegen eine Bestandsaufnahme? Eine Bestandsaufnahme ist doch immens wichtig, um eine Bewertung der Situation vorzunehmen. Ist die Videoüberwachung überhaupt in diesem Maß notwendig, verhältnismäßig, gesellschaftlich erwünscht, sinnvoll, überhaupt wirksam? Videoüberwachung ist heute omnipräsent. Schauen Sie sich in den Innenstädten einmal um, in öffentlichen Plätzen, in Geschäften, Bus und Bahn, überall gucken Sie in diese Linsen, die jeden Schritt, den wir machen, festhalten und überwachen. Und es werden einfach immer mehr. Ohne Sinn und Verstand wird hier aufgerüstet. Die Deutsche Bahn will zig Millionen in die Überwachung von Bahnhöfen stecken. Kürzlich gaben die Kölner Verkehrsbetriebe bekannt, alle Busse mit jeweils mehreren Kameras ausstatten zu wollen. Die Stadt Meschede und die Stadt Köln wollen Videoüberwachung öffentlicher Plätze zur Bekämpfung von Vandalismus und Sprayern. Zigtausendfache Persönlichkeitsverletzungen gegen die Möglichkeit, vielleicht Vandalismusschäden aufdecken zu können? Die Verhältnismäßigkeit ist hier schon lange nicht mehr gegeben. Meine Damen und Herren, ich will hier keine Panik verbreiten oder Horrorszenarien beschreiben. Wir müssen aber realisieren, dass wir gerade einen technologischen Wandel erleben. Die Videoüberwachung heute hat nichts mehr mit der Pförtnerkamera von vor 20 Jahren zu tun. Die Kameras werden kleiner, machen hochauflösende Bilder, sind oft vernetzt mit weit entfernt liegenden Leitstellen. Wer einen dadurch die Linsen anguckt, weiß man nicht. Gesichtserkennung, Verhaltensmustererkennung werden vermehrt eingesetzt, auch übrigens bereits in einigen Städten in NRW, noch getarnt als Forschungsvorhaben. Wenn überhaupt, wird man durch ein kleines blaues Schild auf die Überwachung aufmerksam gemacht. Das ist mit dieser neuen Technik nicht mehr genug. Und die Wirksamkeit von Videoüberwachung seit jeher wird durch wissenschaftliche Forschungsergebnisse ganz klar in Zweifel gezogen. Bei der Prävention sagt uns die Forschung, dass oft Verdrängungseffekte in nicht überwachte Randgebiete stattfinden. Auch beim Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zeigt sich, dass mehr Videoüberwachung das subjektive Sicherheitsgefühl nur kurzfristig steigert. Und überhaupt subjektives Sicherheitsgefühl, gefühlte Sicherheit, was heißt das denn? Noch vor Jahren hätte man jemanden, der einem gefühlte Sicherheit verkaufen wollte, in die Wüste geschickt. Heute ist es das gängige Verkaufsargument und wir zahlen viele Millionen Euro für dieses Gefühl. Deshalb fordern wir eine Sicherheitspolitik auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen und eine breite gesellschaftliche Debatte dazu. Denn als man anfing, Videoüberwachung einzusetzen, sollte diese nur in Ausnahmefällen stattfinden. Mehr als 40 Jahre ist das nun her. Was wir jetzt sehen, ist ein Gewöhnungseffekt und eine Normalisierung der Videoüberwachung. Unsere Gesellschaft gewöhnt sich daran, ständig überwacht und kontrolliert zu werden. Das steht im diametralen Kontrast
zu unseren Rechten auf Freiheit und Selbstbestimmung. Gefühlte Sicherheit verspricht uns die Werbung. Gefühlte und tatsächliche Überwachung bekommen wir geliefert. Nordrhein-Westfalens öffentlicher Raum haben wir schon eine flächendeckende Videoüberwachung. Wenn wir uns einmal umschauen, müssen wir die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Deshalb brauchen wir ein Bestandsregister und wir brauchen neue Kennzeichnungen der Kameras. Denn ich möchte als Bürger wissen, ob ich dem Pförtner in die Kamera winken kann, dass er die Schranke öffnet, oder ob ich beim Blick in die Kamera mit einer Übertragung meiner Daten nach Wiesbaden, Washington oder Utah biometrische Erfassung und Datenabgleich rechnen muss. Und wir brauchen endlich Studien, die nicht von der Sicherheitsindustrie bezahlt werden und die Frage beantworten, ob wir uns mit Videoüberwachung überhaupt Sicherheit einkaufen können. Herr Kollege Herrmann, die Rede sein. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht dann jetzt der Kollege Stotko. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, Herr Kollege Herrmann, ich sehe das ja ähnlich wie Sie. Wäre schön, wenn immer viele zuhören, wenn wir hier debattieren. Dass aber bei einer großen Anfrage über 130 Seiten Ihre eigene Fraktion auch nur zu zwei Dritteln vertreten ist, wäre ja schön, Sie wären dann auch selber da. Ich will Ihnen das ja zumindest mitgeben. Wenn ich mir aber anschaue, dass 130 Seiten produziert worden sind, 130 Seiten auf Fragen, von denen ich meine, die hätte man nicht stellen müssen. Welcher Aufwand musste betrieben werden in den gesamten Behörden in Nordrhein-Westfalen vor vielen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, um auf 130 Seiten mit viel Arbeit etwas zusammenzutragen, was wir eigentlich schon wussten? Nämlich, dass die Videokameras, die im öffentlichen Raum durch die öffentliche Hand betrieben werden, mit Rechtsgrundlagen aufgestellt werden und es überhaupt gar keine Probleme gibt. Die Probleme, die Sie hier beschreiben, Herr Kollege Herrmann, haben wir in Nordrhein-Westfalen nicht. Das haben Sie in Nordrhein-Westfalen auch keine benannt. Deshalb frage ich mich natürlich, woher kommt eigentlich dann Ihr Interesse an dieser großen Anfrage? Jetzt haben Sie vorhin, ich glaube für diejenigen, die sich im Thema nicht so gut auskennen, relativ unbemerkt die Formulierung gewählt, aber in Bayern. Und genau daher haben Sie es ja geklaut. Denn Sie haben festgestellt, über Ihren Piratenkollegen Nicolas Fenn, ne, nur so nebenbei, der über die Süddeutsche Zeitung eine interaktive Karte mal produziert hat, mit dem Hinweis, Ihr Bürger könnt jetzt anklicken, wo eine Kamera ist. Ihr Problem ist doch nur, dass das Ergebnis aus Nordrhein-Westfalen so schwach ist, dass es sich noch nicht mal für eine interaktive Karte lohnen würde. Da muss man doch mal ehrlich sein. Und wenn ich mir dann anschaue, was haben wir denn jetzt rausgekriegt? Also es ist sicherlich interessant, dass die Kunstakademie Düsseldorf zur Sicherung ihrer Kunstschätze 10 Kameras betreibt. Sicherlich ist auch interessant, dass der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter keine Kamera hat. Aber das hat uns ja richtig nach vorne gebracht. Aber was ist das Gesamtergebnis? Das Gesamtergebnis ist, in 33% der öffentlichen Räume, der Gebäude, steht keine Kamera. Nämlich in 250 von 740 Gebäuden. Über 90% der Kameras, die installiert sind, stehen in Amtsgerichts- oder Gerichtsgebäuden, in Polizeipräsidium oder Polizeiinspektionen und in Justizvollzugsanstalten, alle komplett gesichert durch Rechtsgrundlagen. Und damit man das noch ein bisschen besser versteht, was Ihre 130 Seiten uns jetzt gebracht haben, auf einer Fläche Nordrhein-Westfalens von 34.084 Quadratkilometern steht an 500 Orten eine Kamera. Also alle 68 Quadratkilometer ein Kameraort. Das ist die Stadt Remscheid. Also auf der gesamten Fläche der Stadt Remscheid steht eine Kamera oder 4 Kameras in Gesamt-Dortmund. Jetzt sage ich Ihnen mal, jetzt ganz ehrlich, was haben wir also gelernt? 0,2% des Gebietes, flächendeckende Überwachung, 0,2% des Gebietes steht eine Kamera, 33% der Dienstgebäude, über 90% Gerichte, JVAs und Polizeipräsidien. Das war 100% eine sinnlose Anfrage. Schönen Dank. Herr Kollege Stotko, wenn ich Sie doch noch unterbrechen darf, ich wollte nur nicht in den Redefluss unterbrechen. Der Kollege Sommer und der Kollege Herrmann haben sich noch zu Zwischenfragen gemeldet. Wollen Sie die noch zulassen? Ja, wie ich gelernt habe, 2 sind ja immer machbar. Dann. 2 sind immer machbar, habe ich auch gelernt, wusste ich allerdings auch schon vorher. Der Kollege Sommer fängt an und hat dann das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Stotko, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage am Freitagnachmittag noch zulassen. Erstmal, Sonntagsnachmittag.
Wir können gerne telefonieren. Also erstmal finde ich sehr schade, dass Sie heute nicht gesungen haben. Ich mag das ganz gerne oder gereimt. Das können Sie auch noch viel besser, finde ich. Gereimt, ich weiß. Aber Ihnen ist ja bekannt, denke ich, Sie haben ja gerade diesen Vergleich aufgezeigt zwischen der Anzahl der Kameras und das in Relation gesetzt zur Fläche NRWs. Ist Ihnen denn bekannt, dass wir in dieser kleinen Anfrage selbstverständlich nur die Kameras abgefragt haben, die Standorte, die von der öffentlichen Hand betrieben werden? Dazu müsste man ja jetzt in etwa rechnen, was an privaten Kameras noch dazukommt. Ist Ihnen da ungefähr bekannt, wie viele Kameras das sein könnten in diesem Bundesland? Ich meine, damit man die Zahlen auch wirklich in Relation setzen kann. Vielen Dank. Wollen Sie beide? Alle drei, also, mache ich auf einmal. Wir sind ganz flexibel, Herr Stotko. Dann lassen wir auch mal die Zwischenfrage von Herrn Herrmann direkt zu uns. Die Antworten dann geschlossen auf beide. Das können wir gerne so machen. Dann Kollege Herrmann, bitte. Ja, vielen Dank. Ich meine, wenn die privaten Kameras auch noch dazukommen, wäre natürlich toll. Uns hätte ja gereicht, wenn die Kommunen mit erfasst worden wären, weil das wäre nämlich meine Frage, Herr Stotko. Unsere Anfrage, da ging es um den Nordrhein-Westfalens öffentlichen Raum. Nach meiner Auffassung gehören die Kommunen dazu. Es ist keine Pflichtaufgabe des Landes, auch die Kommunen anzufragen bei einer großen Anfrage. Das ist korrekt. Es wäre aber die Kür gewesen und deswegen der Vergleich zu Bayer. So ist es da gemacht worden. Deshalb kommen da 17.000 zusammen. Bei uns wären wahrscheinlich 30.000 zusammengekommen. Leider, wie gesagt, wurde der Großteil des öffentlichen Raumes in Nordrhein-Westfalen, also der kommunale, nicht mitgezählt. Und ich wollte Ihnen nur, wie gesagt, die Frage stellen, gehen Sie mit mir einer Meinung, dass die Kommunen eigentlich zum öffentlichen Raum dazugehören? Also, Herr Kollege Herrmann, und auf beide zusammen jetzt sozusagen. Erstens, was weiß ich, wie viele private Kameras in Nordrhein-Westfalen stehen? Erstens, ich bin nicht in der Privatwirtschaft tätig, verdiene damit auch kein Geld. Letztendlich, sage ich jetzt mal, unterzieht es sich auch nicht der Kontrolle der Landesregierung. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden im Übrigen nach gleichen Regeln wie auch die öffentliche Hand, ob Kameras installiert werden, und dann dienen die, so weiß ich es von Sicherheitsunternehmen, die ja zwischendurch uns alle auch mal hier besuchen, geht es mir nur darum, die montieren ihre Kameras schon so, dass der Privatraum bewacht wird und nicht der öffentliche Raum. Auch die achten da sehr gezielt drauf. Da werden sogar in Abnahmeprotokollen von den Privatmenschen, die das in Auftrag geben, unterzeichnet, dass die Kameras eben nur den Privat, nicht den öffentlichen Raum. Ich will das nur klar machen, spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Nummer zwei, Herr Kollege Herrmann, jetzt haben Sie ein bisschen Weltenschutz mit dem gebrochenen Arm, deshalb mache ich es mal kurz. Es geht uns nichts an. Es sind die Kommunen, die das entscheiden, aber es ist ja kein Problem. Die Piraten sind ja vermutlich zahlreich in den Kommunalparlamenten vertreten. Richten Sie doch Anfragen an die Kommunen, lassen sich die beantworten, tragen Sie das zusammen und machen dann die interaktive Karte, die in Bayern entstanden ist. Mein Problem ist nur, beeilen Sie sich, nach dem 25. Mai werden Sie nirgendwo mehr sein. Vielen Dank, Herr Kollege Stotko. Erlauben Sie mir bitte noch die Anmerkung. Allein 10,5% der Piratenfraktionen saßen in dem Moment hinter Ihnen, nur um das auch entsprechend festzuhalten. Nächster Redner für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Golland. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregierung hat die Große Anfrage der Piratenfraktion auf insgesamt 141 Seiten in Tabellenform beantwortet. Die Mitarbeiter des Ministeriums, die diese Tabellen anlegen mussten, können einem wirklich leid tun. Denn allein im Rahmen des Tabellenanhangs 1 macht die Landesregierung für insgesamt 740 Landesbehörden und Einrichtungen detaillierte Angaben zur Anzahl der dort installierten Kameras, zu den jeweiligen Kameratypen, der Bildauflösung dieser Kameras, Speicherdauer und so weiter und so fort. Der Leser erfährt darin unter anderem, dass zum Beispiel im Dienstgebäude des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rheinland in Aachen, im Theodor-Reuter-Berufskolleg in Iserlohn oder im Finanzamt Wuppertal-Elberfeld keine Videokameras installiert sind. Er erfährt zum Beispiel auch, dass in der Polizeiwache Recklinghausen Süd, im Betriebshof Mülheim, an der Ruhr oder im Amtsgericht Kleve jeweils eine fest installierte Kamera mit einer Bildauflösung von weniger als 2,0 Megapixeln installiert sind. Darüber hinaus erfährt der interessierte Leser, dass an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln keine dauerhafte Kameraüberwachung stattfindet,
die Hochschule aber in Ausübung ihres Hausrechts zwei Kameras aufgehängt hat, die temporär betrieben werden, allerdings beide nicht in der Lage sind, Tonaufzeichnungen oder eine automatisierte Bildauswertung vorzunehmen. Und er erfährt unter anderem, dass weder in der Außenstelle des Materialprüfungsamtes in Erwitte noch im Schulamt der Stadt Gelsenkirchen oder dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW in Köln sogenannte Speed-Dome-Kameras installiert sind, mit denen eine automatische Bewegungsverfolgung möglich wäre. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch nicht eingeschlafen sind, dann mache ich weiter. Diese Beispiele machen nämlich deutlich, dass man die große Anfrage der Piraten am besten mit dem Titel »Wissen, das die Welt nicht braucht« überschrieben hätte. Welche bahnbrechenden Erkenntnisse die antragstellende Fraktion aus diesem Tabellenwerk ziehen will, überlasse ich der Fantasie der Kolleginnen und Kollegen. Fest steht nach der Antwort der Landesregierung eines: In Nordrhein-Westfalen findet eben keine flächendeckende Videoüberwachung im öffentlichen Raum statt, so wie es ja auch der Vorredner Herr Stotko schon festgestellt hat. Da es für eine flächendeckende Videoüberwachung im öffentlichen Raum in Deutschland auch keine Rechtsgrundlage gibt, ist auch dieses Ergebnis nicht überraschend. Interessant ist in diesem Zusammenhang noch, dass der Deutsche Städte- und Gemeindebund sowie die Gewerkschaft der Polizei aufgrund des rasanten Anstiegs von Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum gerade eine Auswertung der Videoüberwachung fordern. Siehe dazu einen Bericht der Rheinischen Post vom 28.01.2014 auf Seite 1. Dies ist im Übrigen auch im Koalitionsvertrag von CDU und SPD auf Bundesebene vorgesehen. Ich sage Ihnen im Namen der CDU-Fraktion daher ganz klar, meine Damen und Herren, wir brauchen mehr statt weniger Videoüberwachung im öffentlichen Raum, besonders an Kriminalitätsbrennpunkten, um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dies erkennen zum Glück auch immer mehr Einrichtungen und Unternehmen, wie zum Beispiel die Verkehrsbetriebe in unserem Land, die endlich Busse und Bahnen flächendeckend mit entsprechender Technik ausrüsten. Wir alle kennen die schrecklichen Berichte über hohe Gewalt in Bussen, Zügen und Bahnhöfen, die dazu führen, dass viele, vor allem ältere Menschen, diese aus Angst nicht mehr nutzen. Jeder unbescholtene Bürger ist dagegen froh, wenn mithilfe von Videokameras Straftaten vermieden oder zumindest geahndet und aufgeklärt werden können. Der Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Landsberg ergänzt in diesem Zusammenhang treffend, dass auch die Speicherung des Filmmaterials mindestens 2 oder 3 Tage nötig ist, denn 24 Stunden seien zu wenig. Insofern kann uns die große Anfrage vielleicht sogar helfen, meine Damen und Herren, helfen, noch Schwachpunkte zu identifizieren und Sicherheitslücken zu schließen. Das wäre mal ein positiver Beitrag Ihrer Arbeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Golland. Nächste Rednerin ist die Kollegin Schäffer für die Grüne Landtagsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die große Anfrage liefert zwar eine Menge an Daten, das kann man nicht bestreiten, aber sie gibt dann doch nicht so viel her, weil sie eben die Privaten im privaten Bereich nicht dabei hat. Dabei, glaube ich, haben wir eigentlich da eher das Problem, also von Privaten die Kameras aufstellen. Und sie gibt eben auch keinen Zeitverlauf da. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie war es vor 5 Jahren, wie war es vor 10 Jahren, hat es zugenommen oder nicht. Ich glaube sehr wohl, wenn man heute durch die Innenstädte läuft, wenn man in der Straßenbahn fährt, dann glaube ich schon, dass Videoüberwachung insgesamt eher zunimmt. Ich glaube, das ist auch nicht verwunderlich, denn die Technik wird ja tatsächlich auch immer billiger. Und jede und jeder von uns, und dessen müssen wir uns dann durchaus auch bewusst sein, wird 100-fach am Tag gefilmt. Und wer jetzt sagt, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten, der hat es erstens nicht verstanden und zweitens muss ich sagen, wir haben sehr wohl was zu befürchten. Wir haben zu befürchten, dass wir unsere Freiheit verlieren, wenn wir immer und ständig überwacht werden. Und das Recht,
das Recht auf die informationelle Selbstbestimmung, also das Recht darauf, dass man sich im öffentlichen Raum frei bewegen kann, dass man sich unbeobachtet bewegen kann, ist, wie ich finde, ein sehr hohes Gut und das gilt es immer wieder zu verteidigen. Das gilt es auch immer wieder zu verteidigen, insbesondere wenn man sich anschaut, wie die Diskussion ja mittlerweile läuft. Es gibt Forschungsprojekte, ein Projekt ist das EU-Forschungsprojekt, was nicht mit unerheblichen Mitteln ausgestattet ist. INDECT heißt das und das zeigt sehr gut auf, wohin die Reise schon längst geht. Und zwar erforscht dieses Projekt, wie potenzielle Gefährderinnen und Gefährder frühzeitig erkannt werden können. Das heißt, wer sich nicht normgerecht, was auch immer normgerecht in diesem Zusammenhang bedeuten mag, wer sich nicht normgerecht in der Öffentlichkeit verhält, droht Gefahr zu laufen, dass er eben verdächtigt wird, dass er potenziell eine Straftat begehen könnte oder eben eine Straftat plant. Und da muss ich einfach sagen, dass diese Technik jetzt schon im hohen Maße darauf ausgerichtet ist, unsere Freiheitsrechte einzuschränken und gleichzeitig aber unserer Sicherheit nicht wirklich viel Nutzen bringt. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist der geplante und zum Glück ja fehlgeschlagene Anschlag am Bonner Hauptbahnhof, als dieser terroristische Salafist einen Sprengstoff zünden wollte. Und das, finde ich, zeigt einfach sehr deutlich, ein Terrorist, der einen Sprengstoffanschlag begehen will, lässt sich nicht von einer Videokamera davon abhalten. Und der Glaube daran, dass man mit Videotechnik Terroranschläge oder aber auch schwere Körperverletzungen, die unter Alkoholeinfluss und im Affekt geschehen, dass man die damit verhindern könnte, ich finde, das ist einfach nur naiv, dieser Glaube. Und eine absolute Sicherheit wird es eben auch niemals gehen. Und dieses Versprechen kann man den Bürgerinnen und Bürgern nicht geben. Das wäre absolut nicht richtig und man wird es auch nicht einhalten können. Und was das Sicherheitsgefühl angeht, das ist ja gerade angesprochen worden, es mag sein, dass das subjektive Sicherheitsgefühl in U-Bahn-Schächten erhöht wird, wenn da Videokameras hängen. Das ist aber nur das subjektive Gefühl. Objektiv wird sich da nicht viel ändern, weil wenn niemand hinter der Kamera sitzt und guckt, was passiert denn da gerade in diesem U-Bahn-Schacht, dann wird es auch nicht wirklich helfen, wenn ein Übergriff stattfindet. Und je nachdem, wo man sich bewegt, diese Anfrage zielt jetzt ja, wie gesagt, auf den öffentlichen Raum bzw. auf die öffentlichen Gebäude ab. Je nachdem, wo man sich bewegt, ob im Kaufhaus, am Bahnhof, in der Straßenbahn oder eben auch auf dem Marktplatz, gelten ja sehr unterschiedliche gesetzliche Regelungen. Also das Bundespolizeigesetz beispielsweise, Bundesdatenschutzgesetz, die jeweiligen Landespolizeigesetze und im nordrhein-westfälischen Landespolizeigesetz haben wir ja eine Regelung zur Videoüberwachung im Paragraphen 15a. Wir haben eine sehr strenge Regelung in NRW gefunden, die eben nur die Überwachung an sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten zur Verhütung von Straftaten vorsieht. Und diese Einschränkung im Polizeigesetz führt ja momentan dazu, dass wir nur an zwei Standorten in NRW, zum einen in Düsseldorf, zum anderen in Mönchengladbach, Videoüberwachung des öffentlichen Raumes haben. Ich glaube, an diesen beiden Stellen kann man es auch begründen, wenn man sich das vor Ort anschaut und guckt, wie da die Videoüberwachung auch eingesetzt wird und kontrolliert wird. Ich glaube, dass diese Einschränkung im Polizeigesetz verhältnismäßig ist und dass sie richtig ist, dass sie so eingeschränkt ist, weil es eben um nichts anderes geht als um unsere Freiheitsrechte, die wir auch damit berücksichtigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäffer. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt der Kollege Lübcke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, einer flächendeckenden Videoüberwachung, die nicht nach Gefahrenschwerpunkten und der Eignung solcher Maßnahmen unterscheidet, ist eine klare Absage zu erteilen. Unsere Werteordnung setzt voraus, dass wir uns frei und ungezwungen bewegen können. Zu dieser Freiheit gehört, nicht ungewollt zum Gegenstand einer wie auch immer gearteten Überwachung zu werden, egal durch wen. Abstrakte Gefährdungen können nicht Anlass für eine dann noch gleichsam fleckende Vorratsdatenspeicherung in Deutschland sein. Videoüberwachung wird oft als Allheilmittel gesehen, kann aber die Erwartung, die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, vielfach nicht erfüllen. Sie muss auf das unumgänglich Notwendige begrenzt bleiben. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich über den Applaus, aber diese Worte, diese vorgenannten Ausführungen stammen nicht von mir, sondern aus dem 21. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht des Landesdatenschutzbeauftragten, der hier im Parlament gestern Abend so um 18 Uhr kurz abgehandelt wurde.
Im Bericht führt der LDI aus, man sei dem Ziel, die Aufsicht vor Ort spürbar und sichtbar zu machen, im Bereich der Videoüberwachung einen Schritt näher gekommen. So seien die Kontrollen von Videoanlagen vor Ort verstärkt worden. Die betroffenen Bürger fühlen sich durch die Vor-Ort-Kontrollen in ihren Anliegen ernst genommen, und auch die verantwortlichen Stellen hätten ganz überwiegend positiv auf die Ortsbesuche reagiert. Und nach den positiven Erfahrungen soll die Zahl der Informations- und Kontrolltermine in Sachen Videoüberwachung in der Zukunft schrittweise weiter erhöht werden. Das begrüßen wir als FDP ganz ausdrücklich. Ja, und liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP-Fraktion lehnt nach wie vor eine flächendeckende Videoüberwachung ab. Das haben wir hier im Parlament immer wieder klar erklärt und uns als FDP in der Regierungszeit erfolgreich gegen Forderungen gestellt, die polizeiliche Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen nach § 15a Polizeigesetz auszudehnen. Und im Blick in andere Länder zeigt ja auch, dass wir richtig liegen. Trotz hoher Kameradichte, heute geschätzt 5 Millionen Stück auf den Straßen von Großbritannien, steigt dort die Kriminalität. Und was ist mit dem öffentlichen Nahverkehr? Kollege Golland hat es eben angesprochen. Der Antrag der FDP, Sicherheit in Bussen, Bahnen und an Haltestellen in Nordrhein-Westfalen verbessern, der ist noch aus der 15. Legislaturperiode, den haben Sie, meine Damen und Herren, von Rot und Grün übrigens auch abgelehnt, stellt die mangelnde Präsenz der Sicherheitsbehörden damals wie heute ganz aktuell dar. Teure Videokameras erzeugen nun einmal primär eine Scheinsicherheit, wenn niemand hinter dem Bildschirm die Bilder permanent auswertet und sich Kräfte in der Nähe befinden, um einer beobachteten Straftat wirklich unmittelbar dann auch einschreiten zu können. Fahndungen mit Videobildern zeigen immer wieder, dass diese Kameras den Täter gerade nicht abgeschreckt haben, sonst wäre er ja auch nicht erfasst worden. Im vorigen Jahr forderte die Polizei 693 Mal Videodaten der Kölner Verkehrsbetriebe an. Straßenbahnen und U-Bahn-Haltestellen sind schon seit 1998 mit Videokameras ausgerüstet. Und jüngst hat sich die Kölner KVB die Installation von Videoüberwachungskameras in den 260 KVB-eigenen Bussen und den 40 Fahrzeugen der Subunternehmen ganze 650.000 Euro kosten lassen. Und laut Kölner Express von heute Morgen surren nun rund um die Uhr etwa 1.000 neue Videokameras mehr. Gleichzeitig stellt ein Sprecher des LDI aber die Rechtmäßigkeit in Frage. Da wundert man sich doch, warum es da vielleicht vorher keine Gespräche gegeben hat. Ich meine, das ist auch Aufgabe einer Landesregierung, für die Arbeit des LDI in Nordrhein-Westfalen zu werben, damit man sich dann auch entsprechend beraten lässt. Hier besteht dann offensichtlich noch Nachholbedarf. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die große Anfrage der Piraten bringt uns aber leider auch nicht viel Erhellnis jetzt heute hier in Sachen Videoüberwachung. Sie gibt uns nur allein einen Überblick über die amtlichen Kameras in Nordrhein-Westfalen, § 15a Polizeigesetz, § 29b Landesdatenschutzgesetz oder § 6b Bundesdatenschutzgesetz. Aber die interessante Zahl der privaten Kameras in Nordrhein-Westfalen, das ist ja die graue Masse, erfahren wir heute nicht. Auch nicht, inwieweit die in Nordrhein-Westfalen aufgestellten Kameras mit geltendem Recht überhaupt in Einklang stehen. Gerade die wachsende Zahl der privaten Videokameras erfassen aber die Bürger immer flächendeckender. Und auf diese greift aber auch die Polizei bei Ermittlungen umfangreich zurück. Natürlich müssen solche im Rahmen des Hausrechts weiter zulässig sein, aber allzu oft erfassen private Kameras etwa zur Sicherung eines Hauseingangs oder einer Fassade unrechtmäßigerweise auch Teile des Bürgersteigs und dort vorbeilaufende Personen und verstoßen so gegen Datenschutzgesetze. Deshalb sind gerade stärkere Kontrollen der Aufsichtsbehörden richtig und wichtig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lürke. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister Jäger. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses und der betroffenen Ressorts, das waren eigentlich alle Ressorts, haben natürlich mit großem Eifer und loyal diese Anfrage beantwortet und die Frage nach dem Aufwand und dem politischen Ertrag nicht gestellt. Insofern, Herrn Golland, brauchen Sie Ihnen nicht leid tun. Allerdings haben einige Redner den politischen Ertrag und den erforderlichen Aufwand ja richtigerweise in ein Verhältnis zueinander gestellt. Ich muss die Behauptung, dass es sich um diesem Bild, das da gezeichnet wird in diesem Bericht, fehlen in der Tat die Daten der privaten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und der Kommunen. Das hat nichts mit Verschleierung oder juristischer Spitzfindigkeit zu tun. Für eine solche Abfrage, insbesondere den Kommunen gegenüber und den Unternehmen gegenüber, gibt es keine Rechtsgrundlage für eine flächendeckende Abfrage. Die Gemeindeordnung 121
§ 121 Unterrichtungsrecht der Kommunalaufsicht greift hier nicht, weil für dieses Unterrichtungsrecht ein bestimmter Anlass vorliegen muss. Das heißt, es müssten im Zweifel am rechtmäßigen Verhalten einer Gemeinde Zweifel vorliegen. Diese Zweifel sind bei uns nicht vorhanden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Minister Jäger. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit schließe ich die Aussprache und stelle fest, dass die Große Anfrage 7 der Fraktion der Piraten erledigt ist. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung. Ich berufe das Plenum wieder ein für Mittwoch, den 19. Februar 2014, 10 Uhr. Wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag und ein wundervolles Wochenende. Die Sitzung ist geschlossen.